Das Spiel UFC Neckenmarkt gegen SV Leupersbach fand bei wunderschönen Frühlingstemperaturen statt. Zur Erinnerung, der SV Leupersbach befindet sich stabil auf dem 5. Tabellenplatz der ersten Klasse Mitte. Der UFC Neckenmarkt liegt auf Platz 10 von 14. Die Mappe-Chatter, die haben wir Schweinegurt, das wird ja nichts mit dem, was wir reden. Von Anfang an zeigten die Spieler, dass es ein unruhiges und hektisches Spiel werden wird. Einwurf für die Gäste. Eckball, durchgeführt von Gussek, gut geschossen. Bader bekommt den Ball und schießt gleich weit daneben. Einwurf durch Nemeth. Nemeth läuft nach. Ein schöner Pass zu David Nemeth, der mit der Fußspitze daneben schießt. Eine gute Chance, um in die Führung zu gehen. Die Leupersbacher drängen jetzt auf das erste Tor und das gelingt ihnen auch in der 6. Spielminute. Wieder bekommt David Nemeth den Ball und schießt direkt mitten aufs Tor. Damit gehen die Leupersbacher mit 0:1 in Führung. Eckball für Neckenmarkt. Erwähnenswert ist auch, dass die Heimmannschaft 9 Eckbälle im gesamten Spiel hatten, die Gäste aber nur 4. Das Spiel wird härter und die Fouls werden häufiger. Und wieder ein Foul. Freistoß für Neckenmarkt. Das ist die Chance zum Ausgleich. Der Tormann kann den Ball erst im zweiten Versuch fangen. Damit bleibt es beim 0:1. Es wird hin und her gespielt. Und es gibt keine ernsthaften Chancen auf beiden Seiten. Wieder eine Chance für Neckmarkt. Der Schiedsrichter Ingenieur Franz Weber entscheidet auf Abseits. Das Spiel ist jetzt auf dem Niveau der 3. Klasse angelangt. Dafür werden immer mehr Fouls gemacht. Der SV Leupersbach hat 27 Mal zugeschlagen. Und bei Neckenmarkt steht beim Spielende 13 Fouls auf dem Zähler. Bei 40 Fouls in 90 Minuten braucht man sich nicht über 7 gelbe Karten wundern. Nochmal, Ratte! Ja, das ist unser Tod mit den Kram. Spieler gehalten. Vorteil. Ja.
Aber nach diesem Foul zückt der Schiedsrichter die gelbe Karte wegen hartem Einsteigen von Daniel Maric. Der darauffolgende Freistoß landet dann in den Händen des Tormanns. Ein schöner Pass von links zu Wladimir Wilk, der vor dem Tor steht, aber der Ball geht weit übers Tor zu Ärger der Heimmannschaft und der Zuseher. Die nächste gelbe Karte bekommt dann der Neckenmarkter Jeremiah Josef Kerstner wegen unsportlichem Verhalten. Der darauffolgende Freistoß bringt nichts ein. Die erste Halbzeit endet dann mit einem Spielstand von 0:1. Warten wir gespannt auf die zweite Halbzeit gleich nach der Werbung. Ja, es ist ganz wichtig, eine starke freiheitliche Arbeitnehmervertretung in der Kammer zu haben. Daher gehen Sie zur Wahl. Vom 20. März bis 2. April findet diese Wahl statt. Die Briefwahl läuft bereits aktuell. Ich ersuche Sie, wählen Sie freiheitliche Arbeitnehmer FPÖ. In der zweiten Halbzeit spielt die Heimmannschaft dann besser. Eine von den drei Chancen der Gäste in der zweiten Halbzeit landet direkt beim Tormann. Zeit! Die nächste Chance geht weit über das Tor. Dass es ein hartes Spiel war, haben wir schon gesagt. Schiedsrichter Weber musste aber auch aufpassen, um zwischen richtigen Fouls und Schwalben zu unterscheiden. So wie hier. Handler hält sich den Fuß, der aber vom Gegner gar nicht berührt wurde. Das Spiel verlagert sich immer mehr vor das Tor von Leupersbach, denen jetzt nichts anderes übrig bleibt, als defensiv zu spielen. Schiedsrichter Weber hatte alle Hände voll zu tun, um das Spiel und die Spieler zu beruhigen. Bei den Zusehern ist dagegen die Aufregung groß. Neckenmarkt drängt auf den Ausgleich, aber noch gelingt er nicht. Eckball. Der Tormann wehrt ihn ab. Der nächste Eckball. Das Spiel wird immer brutaler. Peter Nemeth bekommt die nächste gelbe Karte wegen Foulspiel. Der darauffolgende Freistoß bringt nichts ein. Freistoß für Leupersbach. Abgewehrt. Der Nachschuss geht dann weit übers Tor.
Das nächste Schauspieler voll. Wie man sieht, wurde der Spieler nicht einmal berührt. Der Freistoß bringt dann aber das nächste Foul. Nickenmarkt dringt weiter auf den Ausgleich. Aber irgendwie gelingt es ihnen nicht. Zwei Minuten Nachspielzeit. Freistoß für Nickenmarkt. Das ist jetzt die letzte Chance, den Ausgleich zu erzielen und einen Punkt zu retten. Eine gute Hereingabe von Josef Kastner. Gabor Papp sieht den Ball, läuft nach und schießt zum Ausgleich ein. Das ist jetzt das 1:1. Die Freude bei den Spielern und beim Publikum ist groß. Der eine Punkt ist für den Nickenmarkt sehr wichtig. Das hätte jetzt fast die Führung für die Nickenmarkter gebracht. Der Tormann kann nur noch mit Fingerspitzen den Ball ablenken. Um die Führung der Heimmannschaft zu verhindern, foult Daniel Maric den Gegner. Da er in der 24. Minute schon eine gelbe Karte kassiert hatte, bekommt er jetzt gelb-rot und muss das Spielfeld verlassen. Nach 3 Minuten Nachspielzeit beendet Schiedsrichter Weber das Spiel zwischen dem UFC Neckenmarkt und dem SV Leupersbach mit 1:1.